Heyo Leute und willkommen zu einem neuen Overwatch-Video. Endlich ist der Tag des Release und man kann endlich Overwatch sorten, ohne dass irgendwas resettet wird. Also alle außer ich, denn ich muss leider noch auf meine Collector's Edition warten, die hoffentlich heute im Laufe des Tages ankommt. Nun aber zum Thema des Videos und etwas, was für viele überraschend kam. Mit Release des Spiels ist es nämlich nun auch möglich, Lootboxen zu kaufen. Blizzard hatte ja schon in der Closed Beta angekündigt, dass es nach Release möglich sein wird, sich die Lootboxen ganz entspannt im Shop zu kaufen, aber in der Closed Beta haben wir leider nie Preise gesehen, aber jetzt nach Release wurde natürlich das Item im Shop freigeschaltet und wir können einen ersten Blick auf die Preise werfen und uns die Frage stellen, ob Blizzard nur abzocken möchte oder ob das Ganze als Spieler für uns Vorteile hat. Erstmal zu den Preisen. Die Lootboxen kann man sich in verschiedenen Staffelungen kaufen. 2 Lootboxen kriegt man schon für 1,99 €, 5 Lootboxen für 4,99 €, 11 Lootboxen für 9,99 €, 24 Lootboxen für 19,99 € und dann das höchste 50 Lootboxen für 39,99 €. Soweit, so gut. Auch wenn es viel Geld ist, so glaube ich, dass die Staffelung ganz gut gewählt ist, meiner Meinung nach. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, dass man nicht gezwungen wird, sich Lootboxen zu kaufen. Wie auch bei vielen anderen Spielen ist es so, dass man lediglich Zeit spart und sich die Boxen eben nicht in stundenlangen Sessions ergrinden muss. Denn durch das Zufalls-Drop-System ist es nun mal auch so, dass man in keinerlei Weise beeinflussen kann, was in den Kisten ist. Und so kann es natürlich sein, dass der Lieblingsskin einfach nicht droppen will. Da hat man dann Pech gehabt und das ist dann so, selbst wenn man sich die Boxen gekauft hat. Da man aber davon ausgehen kann, dass es relativ viele Credits gibt, die ebenfalls enthalten sind bei vielen Kisten, und das hat sich vor allem in der Open Beta schon etwas abgezeichnet, das war in der Closed Beta etwas anders, dann kann man sich seine Lieblingsskins wohl auch relativ schnell mit der Ingame-Währung kaufen. In erster Linie muss man sagen, dass Blizzard hier einen richtig guten Schritt geht, denn wenn man sich beispielsweise mal die Entwicklung von Counter-Strike Global Offensive anschaut, das erst so richtig durchgestartet ist, als die Kisten und dementsprechend auch die ganzen Skins dazu kamen, dann kann es für Blizzard eigentlich nur positiv sein, wenn sie ebenfalls diesen Weg gehen. Doch an der Stelle kann man sich natürlich fragen, was passiert, wenn irgendjemand mal alle Skins, Emotes, Sprüche und so weiter und so fort bereits besitzt, dann macht es ja keinen Sinn, sich weiterhin die Lootboxen zu kaufen und dementsprechend würde Blizzard kein Geld mehr verdienen und der Fall müsste ja auf jeden Fall irgendwann eintreten. Ich denke aber auch dafür hat Blizzard einen Masterplan in der Hinterhand. Meiner Meinung nach müssen sie zusehen, dass sie ständig neue Gegenstände nachschieben, die dann in den Boxen droppen können und es dementsprechend immer etwas gibt, was die Leute haben wollen. Durch das Credit-System kann es jedoch auch hier so sein, dass jemand so viele Credits hat, dass er sich einfach immer die neuesten Skins, Emotes und so weiter kaufen kann und das wäre natürlich wieder schlecht für Blizzard aus den eben genannten Gründen. Deshalb denke ich, dass man sich auch hier an dem Branchenprimus CSGO orientieren wird und es mit der Zeit verschiedene Arten von Kisten geben wird, die zufällig droppen können. So könnte es zum Beispiel sein, dass es mal Halloween- oder Weihnachtsboxen gibt, die bestimmte Items drin haben und an die man eben nicht mit seinen normalen Credits rankommt, die man sich dann aber natürlich käuflich erwerben kann. Da es dann aber genügend Leute gibt, die sich eben das Ganze nicht erspielen wollen, sondern schnell alle Items collecten wollen, bevor sie wieder weg sind, würde Blizzard dadurch eine Menge Geld in die Kassen gespült werden und das ohne, dass die Spieler, die eben nichts kaufen wollen und die einfach nur viel spielen, Nachteile dadurch haben, da die Skins ja eh nur kosmetischer Natur sind. Und wenn man viel spielt, dann kann man halt auch viele Kisten bekommen und hat auch die Chance auf viele Items. Dementsprechend könnte man die Entwicklung und natürlich auch Preisgelder für Turniere entspannt über solche Kisten finanzieren und wenn man ehrlich ist, hätten alle Spieler dadurch gewonnen, meiner Meinung nach. Was meint ihr zu den Lootboxen und dazu, dass man sich die Boxen jetzt kaufen kann? Findet ihr das gut, dass es so ist und wo seht ihr Potenzial für uns als Spieler oder seht ihr vielleicht Blizzard im Vorteil? Schreibt es mir gern in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Oder teilt es mit euren Overwatch-liebenden Freunden, das würde mich auch sehr freuen. Falls ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was Overwatch angeht, dann abonniert doch gerne den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Videos oder auch Streams wieder. Bis dann, habt eine schöne Woche, viel Spaß bei Overwatch und ich bin jetzt raus, haut rein, ciao!